Hallo und herzlich willkommen zu Tolle Wolle. In diesem Video zeige ich euch wieder mal eine Mütze und zwar eine ein bisschen anders gehäkelte. Ich fange nämlich dieses Mal unten mit dem Bündchen an und häkel dann nach oben rauf. Das Ganze hat diese Reihenstruktur dadurch, dass ich mit Stäbchen gehäkelt habe und die Stäbchen habe ich immer umeinander gestochen. Hier einmal in einer richtig schönen dicken Winterwolle. Dafür habe ich diese benutzt von aus der Wolke Hegenbart Kollektion, die Indian Summer. Das ist die Nummer 81 und die hat 60% Wolle und 40% Polyacryl. Für diese Mütze habe ich 3 Knäule benutzt. Und die andere Variante, die ich auch mal gehäkelt habe, ist in Grau. Und dafür habe ich einfach ganz normales Polyacrylgarn benutzt. Diese auch 50 Gramm Knäule gibt es ganz, ganz günstig, zum Beispiel bei Rossmann zu kaufen. Und da habe ich die 6er Nadel benutzt, hier habe ich die 9er Nadel benutzt. Und wie man den Anfang macht und wie man die Größe feststellt, erkläre ich euch gleich alles. Und oben wird das Ganze dann einfach zusammengezogen und verknotet. Und ja, grundsätzlich ist es super einfach zu häkeln und wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt. Ich starte für diese Mütze mit einer Luftmaschenkette, also hier unten am Bündchen. Also anders als bei der klassischen Häkelmütze, wo man oben mit dem magischen Ring anfängt und dann Zunahmen macht, starte ich dieses Mal unten. Und wie gesagt, mache ich eine Luftmaschenkette, einfach den Faden auf die Nadel nehmen und anfangen zu häkeln. Und dabei zähle ich jetzt nicht wirklich die Maschen, es kommt eher darauf an, dass ich wirklich die Länge bekomme, die ich brauche, also den Kopfumfang, den ich haben möchte. Und dafür habe ich hier mein Maßband und das werde ich gleich einfach nachmessen. Es ist nämlich komplett abhängig auch von der Wolle, die ihr benutzt, wie viel Maschen ihr wirklich machen müsst, um die Länge zu bekommen, die ihr braucht. Hier ist es bei dünnerer Wolle natürlich deutlich mehr Maschen als bei der dickeren Wolle, die ich jetzt gerade benutze. Und da häkle ich jetzt erstmal die Luftmaschenkette. So, einmal die Luftmaschenkette hier und ich häkle die Mütze ungefähr für einen Kopfumfang von 54 cm. Hier einmal das Maßband zum Vergleich und ich lege es einmal gerade hin. Das sieht ganz gut aus momentan. Also hier bis 54 cm passt das. Dann kann das Maßband jetzt zur Seite und ich häkel jetzt die Luftmaschenkette zusammen. Dafür lege ich sie einmal so hin, dass die komplette Vorderseite so gerade liegt, also keine Drehungen enthalten sind. Das ist wichtig, weil sonst habt ihr nämlich die Mütze auch verdreht. Also komplett gerade hinlegen. Und dann Anfang und Ende zusammenhäkeln. Hier einfach einstechen. In die erste Masche. Die hat sich bei mir gerade ein bisschen festgezogen. So einstechen und den Faden durchholen. Ich fange jetzt an mit einer Runde feste Maschen, wie hier auch, damit das Bündchen wirklich schön fest am Kopf anliegt und der Rest der Mütze wird dann nachher weiter. Ich nehme jetzt also eine Luftmasche und fange jetzt an, einfach in jede Masche eine feste Masche zu häkeln. Einstechen, Faden durchholen und durch beide durch. Und das einmal komplett in der Runde. Nach der ersten Runde sieht die Mütze jetzt so aus. Also ein dünner Wurm eigentlich, der sich einmal hier in den Schwanz beißt. Also so sieht es momentan aus. Und wie gesagt, ich habe überall einfach nur feste Maschen hineingehäkelt. Und damit das Ganze jetzt noch ein bisschen breiter wird, setze ich jetzt noch 2 Reihen dran. Ich schließe diese Runde ab, indem ich hier oberhalb der Luftmasche einsteche. Also hier wirklich in die erste Masche. Hier ist die Luftmasche und hier ist die erste Masche. Hier steche ich ein, ziehe das Ganze zu.
nehme eine neue Luftmasche und fange jetzt hier an zu häkeln und häkel wieder einmal komplett feste Maschen im Kreis und das mache ich dann noch ein drittes Mal und dann zeige ich euch, wie der Rest der Mütze funktioniert. So, nach den drei Reihen festen Maschen ist mein Bündchen unten dann fertig und ich starte jetzt mit dem eigentlichen Häkeln, also mit dem Hauptteil der Mütze und dafür beende ich jetzt erstmal die dritte Runde mit einer Kettenmasche und nehme drei Luftmaschen, um die Höhe der Stäbchen zu bekommen, die ich jetzt häkle. Und jetzt häkle ich erstmal eine komplette Runde Stäbchen. Also Umschlag nehmen, in die nächste Masche einstechen, den Faden durchholen, durch zwei und wieder durch zwei. Und das einmal komplett rum. Und das häkle ich jetzt auch einmal komplett in der Runde. Dann ist die erste Runde Stäbchen fertig und ihr seht, ich habe auch schon einiges an Höhe dazu bekommen und die ganze Struktur ist jetzt auch wieder lockerer. Dann schließe ich diese Runde ab. Ich steche oberhalb der Luftmaschenkette ein und mache eine Kettmasche. Und jetzt nehme ich zwei Luftmaschen. Eins, zwei. Und häkel jetzt um die Stäbchen der Vorrunde herum. Das heißt, ich steche hier immer seitlich ein, gehe hinter dem Stäbchen her und hole mir den Faden durch. Vorher nehme ich noch einen Umschlag, steche durch und häkel dann mein Stäbchen wie gehabt. Immer durch zwei und wieder durch zwei. Umschlag nehmen, hinter dem Stäbchen der Vorrunde herstechen und durchholen. Durch zwei und durch zwei. So sieht das Ganze dann aus. Und ich häkel das wieder komplett in der Runde. Ich zeige euch noch zwei. Hinterher stechen, durch zwei und durch zwei. Umschlag, hinterher, durch zwei und durch zwei. Und das wieder einmal komplett die Runde und dann zeige ich euch noch, wie man hierbei den Rundenabschluss macht. Ich habe jetzt einmal komplett die Runde gehäkelt, immer um die Stäbchen rumgestochen. Und ihr seht auch, ich habe jetzt schon mit den beiden Reihen Stäbchen mehr Raum gehabt, mehr Raum gemacht, als hier unten mit dem Bündchen, mit den drei Reihen. Und ich steche jetzt hier, um die Runde abzuschließen, wieder hier oben oberhalb der Luftmaschenkette ein. Und nehme wieder zwei Luftmaschen. Ich nehme hier nur zwei Luftmaschen, um die Höhe zu bekommen, weil dadurch, dass ich die Stäbchen um die anderen Stäbchen herum steche, sie nicht so hoch werden wie normale Stäbchen, die wirklich in die Maschen gestochen werden. Also zwei Luftmaschen nehmen und dann wieder den Umschlag und wieder um das Stäbchen der Vorrunde herum stechen. Faden durchholen. Und durch zwei und wieder durch zwei. Und das häkel ich jetzt über einige Reihen, bis ich die Länge erreicht habe, die ich für meine Mütze haben möchte. Ich habe das jetzt schon mal vorbereitet, also wundert euch nicht, dass der Farbverlauf ein bisschen anders ist. Aber ich habe die gleiche Wolle benutzt. Und ich steche jetzt hier oben wieder ein. Ich habe jetzt hier ungefähr 20 cm in der Höhe. Ihr könnt das Ganze auch noch deutlich länger machen, je nachdem, wie lange ihr eure Mütze wirklich haben möchtet, wie locker sie oben am Kopf sitzen soll. Und ich steche hier jetzt wie gehabt ein und mache eine Kettmasche zum Abschluss. Mein Knäuel ist gerade eh so gut wie zu Ende, deswegen ziehe ich es jetzt einmal raus. Ich habe hier jetzt noch so ungefähr, ich würde sagen, 50 bis 60 cm und die benutze ich jetzt, um die Mütze oben zusammenzuziehen. Dafür benutze ich eine große Vernähnadel, die für die Wolle passend ist. Dann ziehe ich die Mütze einmal komplett auf links. Ich habe insgesamt drei Knäule verhäkelt jetzt und ziehe mir den Arbeitsfaden auch auf diese Seite. Ich fädle ihn ein. Und gehe jetzt hier in die obersten Maschen hinein
und gehe immer über eine drüber und durch eine durch. Und so ziehe ich dann gleich die Mütze zusammen. Drüber, drunter und das Ganze einmal im Kreis. Ich bin jetzt hier wieder am Ende und ich gehe trotzdem noch ein bisschen wieder drüber und drunter, auch dort, wo ich schon war, und ziehe es dann wirklich einmal komplett richtig fest zusammen, dass hier kein Loch mehr ist. Also richtig fest dran ziehen und dann zusätzlich noch ein bisschen durchstechen, grob durch die Maschen durch und von den Seiten noch ein bisschen zuziehen. Also wirklich nicht bis zur anderen Seite durchstechen, sondern nur oberflächlich, um den Faden noch fest zu bekommen. Dann mache ich hier eine Schlaufe, ich ziehe den Faden nicht komplett durch und steche dort auch noch einmal durch, um wirklich einen schönen Knoten drauf zu machen. Das mache ich nochmal. Schön festziehen. Und dann zeige ich euch das Ganze einmal von der Vorderseite. So sieht dann oben der Abschluss der Mütze aus. Richtig zusammengezogen und so dann einmal die komplette Mütze. Das kommt einmal rein, das wird noch vernäht. Und so sieht dann die fertige Mütze aus. Wie gesagt, man kann das Ganze natürlich auch noch länger machen, dann hängt es hinten noch ein bisschen mehr runter. So ist es relativ fest am Kopf. Und wie gesagt, so ist es fertig. Und wenn euch die Anleitung gefallen hat, wenn ihr Spaß an dem Video hattet, lasst mir doch einen Daumen nach oben da, da freue ich mich natürlich immer. Und wenn ihr sonst noch Anregungen, Wünsche oder Ideen habt, dann schreibt es mir einfach in die Kommentare. Und ja, bis zum nächsten Mal bei Tolle Wolle.